Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Vienna, Baby. Wir werden heute 100 Menschen fragen nach dem besten Schnitzel in Wien, ja. Es ist nicht einfach. Ich hätte mich am liebsten noch länger mit ihm unterhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ihr habt sie euch gewünscht. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Und für jeden, der den Kanal noch nicht abonniert habt. Jetzt machen. Danke. Das werden wir sehen, das werden wir sehen. Beste Schnitzel in Wien, Wiener Paradies. Ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen in Wien und ich warte nur, dich zu sehen. Ah, geil. Krass. Alles gut, Mann. Heftig. Bist du zu Besuch hier? Ja. Schnitzel in Wien, Gast aus Kopf. Schnitzel und Ribs. Also Meisel und Schaden war ich letztens. Ich habe den KSO auch noch nie in meinem Leben gesehen. Da war ich selber noch nicht, aber ich glaube, es ist richtig krass, das Heidenkummer. Das eine ist der Grünauer. Ja. Und das andere ist das Wiener Wirtshaus. Schnitzelwirt auf der Neubaugasse. Also deine Empfehlung, Schnitzel in Wien. Schnitzelwirt. Schnitzelwirt. Dankeschön. Logo. Das war's. Einmal Ihre Schnitzelempfehlung, bitte. Hey, servus, Bro. Besten Schnitzel essen in Wien. Spooky, Leute, einmal. Fritto. Dankeschön. Da hinten gleich, ja? Wenn ihr beste Schnitzel probieren wollt, geht's Fingermüller in Wien. Beste. Herzlich willkommen im Museumsquartier, Ladies and Gentlemen. Wir fragen weiter. Ich habe eine kurze Frage. Bist du aus Wien? Ah, you're not from Vienna, right? Alright, thank you. Appreciate you, my heart. Ich frage nach dem besten Schnitzel in Wien, ja. Fiegelmüller? Lokal, das heißt irgendwie Meißel und Schaden. Meißel und Schaden, ja. Sind Sie aus Wien? Ja. Ich frage nach einer Empfehlung für einen Schnitzel. Hätten Sie eins für mich? Es ist nicht einfach. Ist nicht einfach, weil es so viele gute gibt, oder? Nein, weil viele da. Also, erstens gibt es nicht viele, wo es ein wirkliches Schnitzel gibt. Okay. Ja. Was ist ein wirkliches Schnitzel? Kalbsfleisch? Kalbsfleisch mit ja. Schnitzel, aber im Schweinefett gebacken. Ah, okay. Wenn Geld keine Rolle spielt. Spielt keine. Keine Rolle. Für Essen spare ich nicht. Dann gibt es Gasthaus Blachwutter bei der Oper. Ich hätte mich am liebsten noch länger mit ihm unterhalten. Ich schwöre, er war der Letzte. Ich wollte schon sagen. Wollen wir Kaffee trinken? Da gibt es Hafermilch. Flat White. Willst du mitkommen? Ich bin Veganer. Aber ich kann dir trotzdem eine Empfehlung geben. Hau raus. Schnitzel wird. Ich laufe da, ja genau, das ist es. Habt ihr eine Schnitzelempfehlung für mich? Ja. Fiegelmüller. Dankeschön. Entschuldigen Sie, der Herr. Kurze Frage hätte ich. Sind Sie zufällig aus Wien? Ich habe auch ganz wenig Zeit. Ich bräuchte eine Schnitzelempfehlung, das wär's. Oh. Schnitzel. Ich frage 100 Menschen, ja. Eine Schnitzelempfehlung. Hier in der Nähe? Nee, einfach das, wo Sie sagen, in Wien, das musst du probieren. War gut auch, wahrscheinlich. Dankeschön. Ja. Wien ist doch wunderschön. Halleluja. Also. So, Ladies and Gentlemen, wir fragen weiter. Bist du aus Wien zufällig? Leute aus München. Aus meiner Stadt, Bro. Kuss geht raus. Schau mal, jetzt fragen wir den Herrn hier. Die kennen sich doch aus. Kurze Frage hätte ich. Kennst du dich aus in Wien? Wien aus Wien? Oder kennst du dich hier aus? Ich brauche ein gutes Schnitzel in Wien, wo ich Schnitzel essen kann. Lügeck? Ja, oder Fiegelmüller. Oder Fiegelmüller. Dankeschön. Fiegelmüller und Lügeck sind ganz ähnlich, nur Lügeck ist teurer, weil es in historische Gebäude finden sich. Der Mann kennt sich richtig gut aus. Dankeschön. Schönen Tag. Do you know, der war selbst Franzose, oder? Lügeck, aber der hat Russisch auch geredet. Komisch. Eine Schnitzelempfehlung. Von jedem, ja, eine Schnitzelempfehlung in Wien. By the way, der Mann hat heute Junggesellenabschied, ja genau, ja. Auf Deutsch. Wir müssen dem Mann jetzt gleich was abkaufen. Der Bezirk, der Zug spielt. Fiegelmüller. Auch der Salon. Leopoldorn. Okay. Da kriegst du große Portionen. Okay, okay. Ja. Leopoldorn. Ich musste von diesen Zahnbürsten-Etui ja? hochtauschen. Ich schlag dir einen Deal vor. Okay. Du musst mir sagen, ob es okay für dich ja. ist. Ich gebe dir 20 Euro für zwei Dosen. Ja, passt. Ist das ein guter Deal? Nochmal, ist ein super Deal. Okay. Falls das meine Finanzamt sieht, das sind 20 Euro, die ich versteuern gerne würde. 20 Danke Euro? Dir. Schöne Hochzeit wünsche ich dir. Danke dir. Ciao, macht es gut. Ja. Bye, bye. Bye. God damn, das war der schlechteste Deal meines Lebens. 10 Euro? Willst du kaufen? Also ich habe jetzt gerade 20 Euro für die zwei Dosen bezahlt. Ihr könnt gerne mal ein Abo da lassen. Das kostet euch gar nichts, aber... Bro, das ist einfach das teuerste Sprite, was ich trinken werde. Kein Foto? Seid ihr aus Wien? Ja. Ich bräuchte eine Empfehlung für ein gutes Schnitzel, bitte. Ein gutes Schnitzel bei Fiegelmüller.
Ich wollte dich eh gerade fragen. Herzlich willkommen bei Syrup, Ladies and Gentlemen. Viele sagen, dass Fiegelmüller, das einzige Problem bei Fiegelmüller, es ist kein Kalb, es ist Schwein. Chef ist nicht da, oder? Leider nicht. Danke, richte liebe Grüße aus. Ich liebe es, liebe Grüße ausrichten zu lassen, ohne meinen Namen zu hinterlassen. Weil ja auch Fiegelmüller so oft gesagt wurde. Hier gibt es von Fiegelmüller selber die beste Schnitzelsemmel, sagt man. Schnitzelempfehlung in Wien? Tendenziell gehen alle immer zum Fiegelmüller. Also das Schnitzel da ist wirklich gut, ist halt teuer. Ich hätte gesagt, Blach. Eigentlich steht es eine Empfehlung für Randy. Drüben beim Fiegelmüller würde ich trotzdem hingehen. Fiegelmüller? Und zweite Schnitzelempfehlung, Meier am Vorplatz. Danke. Schnitzelempfehlung für Randy. Beste Schnitzel in Wien? Oh, meine Oma. Okay, reicht. Genau, lass sie so zählen. Ciao. Schnitzel ist Joma, ist geil. Wir sind durch. Wir werden jetzt zum ersten Schnitzel gehen. Platz 3. Und ich sage euch jetzt schon mal, es wird sehr Mainstream. Das sind schon so die bekanntesten, beliebtesten. Aber hier mit Ansage, lasst ein Abo da und macht 2000 Likes auf dieses Video. Dann drehen wir direkt Teil 2. So, Kuss geht raus für den ganzen Support und wir sehen uns jetzt bei Spot Nummer 1. Mit dem Namen Plachuta Gasthaus zur Oper. Müssen wir schauen, ob wir überhaupt einen Platz kriegen. Ich sage euch so, wie es ist. Hallo, guten Abend, Herr. Wie sieht es aus, dass wir heute noch einen Platz für zwei bekommen? Natürlich. Drin sofort, ja. Drin sofort, draußen. Ja, draußen und ist leider ein bisschen dauert noch. Okay. Das ging sehr einfach. Herzlich willkommen in Wien. Die Leute sind super freundlich. Könnten wir einen Platz haben mit gutem Licht? Das wäre gut. Und wo wir vielleicht andere Gäste nicht so stören mit Kamera. Guten Abend. Das ist super. Das ist super. Dankeschön. Herzlich willkommen. Bitteschön. Danke, danke. Dankeschön. Manchmal zahlt sich der YouTuber-Bonus aus, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, wir bekommen einen Platz draußen. Einer der Mitarbeiter hat gesagt, ich kenne dich doch irgendwo, ja? Ladies and Gentlemen, Spot Nummer 1 und Platz Nummer 3, Plachuta, Gasthaus zur Oper. Ich muss es ablesen, weil ich kann mir das Gasthaus zur Oper nicht merken. Schnitzel in Wien, das ist auch so ein Tipp für alle, die kommen. Ihr müsst nicht immer zu dem berühmtesten Spot gehen oder wie auch immer. Ich glaube, es gibt noch ein paar Spots, die heute leider ein bisschen zu wenig genannt wurden. Aber ich verspreche euch eine Sache, die werden wir auch noch testen gehen. Es wird noch Teil 2, Teil 3, Teil 4 geben, weil es so einfach ist, in Wien gute Schnitzel zu finden. Schaut euch dieses schöne Ding an. Das hört sich gut an. Reisebeermarmelade ist ein Must, oder? Muss man probieren, wenn Sie in Wien sind. Dankeschön. Guten Appetit. Das sieht doch aus nach 10 von 10 jetzt. Rahm-Gurkalsalat. Wir haben Erdäpfelsalat mit Kürbiskernöl. Wichtiges Ding für mich, aber am besten reinschneiden. Und das wird immer der erste Biss. Schaut euch an, wie dünn das Fleisch ist und wie heftig die Panade aufgegangen ist. Das wird eine Wolke. Schnitzel ist eine sehr simple Speise, wenn man es genau nimmt für die Wiener, weil die es einfach drauf haben. Aber beim Schnitzel kann man viel falsch machen. Zufrieden? Schon sehr gut, gell? Das ist schon sehr gut. Boah, das ist wirklich gut. Muss ich sagen, haben die Leute wieder sehr viel richtig gemacht. So alle, die das hier empfohlen haben, ich sage das jetzt hier auch offen und ehrlich, sehr, sehr starker Call. Reisebeermarmelade, ja, ich bin immer noch nicht der größte Fan davon, aber es schmeckt halt einfach trotzdem irgendwie. Und überhaupt, die österreichische Küche ist meiner Meinung nach was, hat schon Power, ja, das hat schon Power. Du als richtiger Wiener, du auch ein Favorite Schnitzel, wo du sagst, hey, das ist deins? Ich liebe Schnitzel allgemein, ich bin ja hier geboren, ich bin ja hier aufgewachsen. Ja, so. Ja. Musst du nicht sagen, ich habe das Gefühl, du bist Wiener, für mich bist du kein Ausländer. Man hört sich. Aber der Laden gehört auf jeden Fall zu einer meiner. Okay. Ja. Ich freue mich auch, dass die drei irgendwie gewonnen haben. Ja. Weil es ist cool, die dreimal in einem kurzen Abstand hintereinander zu probieren. Vielleicht können wir dann im Endeffekt wirklich sagen, hey, welches von den drei war jetzt wirklich das Beste? Erdäpfelsalat ist was sehr, sehr Feines, aber das hier, Rahm-Gurkalsalat. Auch wenn es eine Schnitzelfolge ist. Ich würde nur ein Video über diesen Salat drehen. 10 von 10, direkt. Schön crunchy Ecke abschneiden. Boom, boom, boom. So. Das ist es. Ich hab's. Kennst du Cheatcode? Dang. Das ist ein Cheatcode. Sagt nicht, ihr habt es von mir, weil dafür geht man ins Gefängnis. Nee, das ist unfair. Das Ding ist unfair. Wahrscheinlich ist das für mich die leckerste Kombo. Da hätte nur noch Zitrone über den Salat gehört und es wäre perfekt gewesen. Oder ich glaube, ich bleib klassisch. Preisebeeren? Nee. Ah, einfach nur Schnitzel mit Zitrone? Ja. Okay. Ich finde das
Und Kürbiskernöl in Erdäpfelsalat ist wichtig. Unglaublich gut. Ja. Sehr, sehr gespannt auf den ganzen Salat, den wir probieren werden. Mhm. Weil ich finde, bei Kartoffel, Erdäpfelsalat, kann man sehr viel falsch machen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir ausschließlich bei diesem Video jetzt erstmal so ein bisschen auch die Atmosphäre und Service und sowas ein bisschen mitbrechen. Und wenn du hier draußen sitzt, in der Wiener Innenstadt, ist das der erste Bezirk hier? Ja. Genau. Das ist schon einmalig. Das ist schon wirklich, das ist was Schönes. Platz 2, sage ich euch auch direkt, wurde ausgetauscht mit einem. Erkläre ich euch dann. Aber jetzt genießen wir erstmal dieses Schnitzel und dann, wenn wir gehen, gibt es ein Fazit. Das haben wir gerade extra bekommen. Das habe ich noch nie so gesehen. Ich glaube, da war schon etwas drin, aber wir machen jetzt noch mal ein bisschen drauf. Das ist eines der schönsten Farbspiele der Welt. Wow, 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 wow. Das ist auch Cheatcode, auch Cheatcode. Und die Österreicher haben so ein paar Cheatcodes. Für alle Leute, die sich jetzt schon in den Kommentaren beschwert haben, oh nee, ihr habt die und die Spots noch nicht und den müsst ihr noch probieren. Ich habe alles notiert. Aber dieses Schnitzel mit Zitrone und Alan ist sauer auf mich, weil ich das mache, aber am Ende des Tages, es schmeckt sehr lecker. Kann jetzt auch sein, dass es ein bisschen an der Kamera lag, dass wir jetzt hier draußen sitzen durften. Natürlich lag es an der Kamera. Aber so im Großen und Ganzen, ich habe jetzt auch rechts und links geschaut. Danke. Es war sehr lecker. Wir sehen uns bei Spot Nummer 2 mit dem Namen Meisel und Schaden. Für alle, die hier noch nicht waren, es ist ein sehr, sehr schönes Lokal, gehobene Küche. Ihr fragt euch wahrscheinlich, Randy, warum hast du ein Fairhat-T-Shirt an? Ja, ich habe gestern oder besser gesagt heute Vormittag noch ein sehr, sehr geiles Video gedreht, das auf euch zukommt. Falls ihr das Video nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wir schauen jetzt rein und schauen überhaupt, ob wir einen Platz bekommen. Es ist Samstag, es ist viel los, es ist Sommer, Sonnenschein, Urlaubszeit, Tourizeit. Let's go. Können wir auf dieser Seite sitzen? Ist möglich? Sollen wir uns einfach hinsetzen? Ist es fertig? Der Tisch ist schmutzig, Sie können sich schon hinsetzen. Sobald der Tisch fertig ist, können Sie Platz nehmen. Okay, dann warten wir hier. Wir befinden uns wahrscheinlich bei einer der schönsten Locations, was Schnitzel angeht. Dankeschön. Und Meisel und Schaden ist auch dafür bekannt. Ich wusste vorher gerade nicht, was es ist. Sardelle auf der Zitrone. Die kapern im Beef Tartar, kann man das so verstehen? Die ist mir gerade runtergefallen, als wir das Thumbnail geshootet haben. Deswegen tauschen wir das hier so aus. Ich sag mal so, es ist ein bisschen leiser, ein bisschen softere Panade. Wir gehen da jetzt direkt rein. Das hier sieht doch mal wunderschön aus. Man kann hier direkt durchs Fenster zuschauen, wie so ein Schnitzel zubereitet wird. Die arbeiten sehr sauber, haben ihre ganz eigene Art, wie sie zubereiten. Auch das hier schmeckt sehr, sehr gut. Ich muss sagen, im Vergleich jetzt zu Spot Nummer 3 oder Nummer 1, Blachuta, schmeckst du hier das Fleisch intensiver. Die Panade ist ein bisschen im Hintergrund, du hast das Fleisch. Im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden. Ich bin sogar ein bisschen voll von vorher, vom Dreh vorher. Ich muss aber sagen, dieses Schnitzel schmeckt sehr, sehr gut. Also da will man auch noch mal ein bisschen essen. Wir probieren mit Preiselbeermarmelade. Und das hier sieht mir auch nach richtiger Marmelade aus. Und an so einem schönen Samstagmittag im Meisel und Schaden zu sitzen, hat schon was in Wien. Das ist so, ich finde ich, was ist eigentlich Wiener Garnitur? Brot mit, Brot mit dieser Kräuterbutter, mit Rahm. Schmeckt fruchtiger, fruchtiger. Mhm. Probier mal den Kartoffelsalat. Boah. Ist besser? Also, der ist ein bisschen cremiger, dieser Kartoffelsalat. Mhm. Aber was mir bei anderen Messen gefallen hat, dass da noch Vogelsalat oben war und deutlich mehr Kürbiskernöl. Deswegen geht der Punkt für dich an Blachuta, was Kartoffelsalat angeht. Mhm. Aber der ist auch sehr geil, ja. Ja. An jedes einzelne Restaurant, die dieses Video sieht oder auch an jeden Zuschauer. Das ist hier Meckern auf höchstem Niveau, weil jedes Schnitzel, das wir essen werden, wird ein Top-Notch-Schnitzel sein. By the way, wir haben auch Murat in der Show. Was geht, Leute? Nichts gegen Blachuta, gell? Aber da ist ein bisschen mehr Flavor drin, finde ich. Da ist ein bisschen mehr Flavor drin. Blachuta hatte für mich die crunchier, also das war knuspriger von der Panade her. Aber hier ist ein bisschen mehr Power, mehr Kick vom Geschmack einfach, das Schnitzel selber. Ich habe noch nicht mal Zitrone drauf gemacht, by the way. Ich weiß genau, was du meinst. Man schmeckt das Fleisch mehr. Und eine der Sage ist, gegen meine Schüssel ist auch eher wegen dem Fleisch als wegen der Panade. Wenn man jetzt die beiden vergleicht, Platz 3 und Platz 2, stehen die meiner Meinung nach so richtig. Für meinen Geschmack einfach hat das Ding mich ein bisschen mehr überzeugt als das andere. Auch wenn Blachuta eine Institution ist, wo ich noch 20 Mal hingehen würde. Also Murat hatte hier gerade noch einen kleinen Tipp.
man presst nicht den Saft der Zitrone so drauf, sondern man drückt nur an. Dann dieses Schnitzel ist sicher eines der besten in Wien, zu 100%. Der Unterschied ist, die Panade, ja, ihr seht das, die ist ein bisschen softer, ein bisschen schwammiger, aber geschmacklich on point. Das Fleisch sticht raus. Ich sag dir auch, was die richtig gemacht haben. Bevor sie das paniert, mariniert haben und sowas, haben die das gut gesalzen. Das Fleisch ist gut gesalzen. Diese Sardelle, isst man die aber jetzt mit, oder? Sardelle ist schon was Leckeres eigentlich. Hier ein bisschen Sardelle noch auf dem Schnitzel. Ich bin super zufrieden. Es ist ein Schnitzel. Ich finde, das ist ein Schnitzel, das sticht ein bisschen raus auf deren eigene Art. So, ist super lecker. Ja, ich bin bei dir. Super lecker. Molto gusto. Wie bitte? Das ist wichtig. Ja, super lecker, ehrlich. Leiwand, ja, das ist Leiwand. Die Location ist super wunderschön. Ihr seid hier im ersten Bezirk, geht kaum schöner. Ja, man hat diese wunderschönen Gebäude, Tische, Mobiliar, super. Ich mag dieses ganze Restaurant, mag ich einfach sehr. Und hier kann man den Chef einfach zuschauen. Wir sehen uns bei Spot Nummer 1 mit dem Namen. Mit dem Namen Fiegelmüller. Hier seht ihr es im Hintergrund. Warum jetzt Fiegelmüller so gesagt auf Platz 1 ist, das wäre eigentlich Platz 2 gewesen und Platz 1 wäre der Schnitzelwirt gewesen. War jetzt erst vor kurzem beim Schnitzelwirt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne abchecken. Deswegen werden wir jetzt 2, 3 und 4 testen. Wir wissen nicht, ob wir einen Platz haben. Wir haben leider keine Reservierung. Wir probieren unser Glück. Wunderschöne Ecke hier. Ach so, das sind die Uhrzeiten. Ja, ich glaube, Fiegelmüller hat das größte. Hey, das hier sieht zu aus, oder? Hier ist zu auf jeden Fall. Genau. Ach so, okay. Die tun renovieren die Filiale. Morgen macht's wieder auf. Ja, genau. Aber schau, da vorne steht schon. Fiegelmüller, 50 Meter nach rechts, da ist schon der nächste. Einladen haben wir schon mal Flaute kassiert. Boah, das riecht lecker, gell? Jetzt ist die Frage, gehen wir zu dem oder gehen wir hier? Ich glaube, hier sind die Chancen höher, dass wir einfach da sitzen. Und da können wir draußen sitzen. Ja. Also Lugek, Fiegelmüller da hinten, Fiegelmüller da drin. Das gehört alles zusammen, ist auch immer die gleiche Machart vom Schnitzel. Ist immer ein Schnitzel, das on point ist. Ich glaube, hier draußen haben wir auf jeden Fall gute Chancen, einen Platz zu bekommen. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Meinst du, das Schnitzel ist günstiger oder teurer hier? Ich glaube, das wird das günstigste sogar sein. Ganz interessanter kleiner Side-Fact. Wir haben ja zwei Kalbschnitzel bis jetzt gegessen. Und bei Fiegelmüller ist es ausschließlich Schweineschnitzel. Und Lugek ist die einzige Institution von den dreien, wo es ein Kalbschnitzel gibt. Das heißt, es ist Glück im Unglück. Nee, es ist nur Glück eigentlich. Dankeschön. Ist auch ein kleines Schnitzel, gell? Genauso will ich es, wenn ich es bestelle. Wir haben ein wunderschönes Schnitzel bei Lugek, eine wunderschöne Location. Wieder mal Glück. Also ich sage euch so, wie es ist, wenn ihr hier essen gehen wollt oder versucht euch einen Platz zu reservieren. Das ist wirklich, wir haben so Glück gehabt, dass... Was sagen wir? Klingt gut, oder? Klingonisch. Diese Zitrone, diese Schneidart auch geil. Wir ballern jetzt direkt Zitrone drauf und das wird jetzt auch das letzte Schnitzel für dieses Video. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, die Panade ist auf jeden Fall deutlich weicher. Das Fleisch am dicksten hier, sieht aber gut aus. Ich habe nicht viel auszusetzen eigentlich. Sieht auf jeden Fall heißer. Boah, warte mal kurz. Super geile Panade, Fleisch spürt man und sowas, aber komplett ohne Salz meiner Meinung nach. Also da fehlt wirklich der Kick an Flavor. So für mich ist es trotzdem super Schnitzel. Ja, wenn ich jetzt hier sage zum Beispiel, das oder das wäre für mich Platz 3, könnt ihr immer noch davon ausgehen, dass es top Schnitzel sind. Panade ist geil, weil die sich schön löst, es hält alles schön zusammen, aber da fehlt ein bisschen der Kick. Was mir sofort aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat beim Schneiden. Also das Fleisch ist sehr zäh. Man kaut auch am längsten, finde ich. Mhm. Und ich konnte es nicht mal auseinander. Also die Fasern noch so ineinander. Das fleischigste Schnitzel, das kann man schon so sagen. Ja. Zäh ist vielleicht. Es ist das zäheste von den dreien, aber es ist nicht zäh. Nein, genau. Verstehst du das? Es ist super fein, super lecker. Da fehlt nur jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Meisel und Schaden, fehlt die Salznote und sowas. Trotzdem, qualitativ ist es top Schnitzel. Und der Punkt Alan. Ja, ja. Zieh durch. Boah. Und der süßeste. Und der süßeste, ja. Auch sehr lecker, ja. Bisschen schade finde, mein Lieblingsschnitzel nicht erwähnt worden ist. Mit dem Namen Skopik und Lohn. Merkt euch das, kleiner Geheimtipp. Ist wahrscheinlich für mich auch
Ich muss es jetzt noch mal essen gehen nach dieser Tour, weil Maisel und Schaden schon auch Power hat. Aber Skopik und Lohn ist, glaube ich, immer noch mein Lieblingsschnitzel so. So eine kleine Schnitzeltour ist auch nicht sehr, sehr günstig, muss man auch sagen. So, wir haben jetzt bei beiden Läden jeweils immer so ein 50er bezahlt für ein Schnitzel und Getränke. Ob jetzt ein Schnitzel gerechtfertigt 30 Euro kostet, könnt ihr gerne in den Kommentaren mal beantworten. Es war eine sehr, sehr leckere Tour. Hat über Spaß gemacht. Danke an den Mann hinter der Kamera. Maisel und Schaden auf Platz 1. Plachuta auf Platz 2. Und in diesem Fall Lugek, Fiegelmüller, Kalbschnitzel von den dreien für mich auf Platz 3. Freut euch auf weitere Videos. Schreibt mir unten Ideen rein, falls ihr noch irgendwelche dieser Art von Videos sehen wollt. Und lasst mich gerne eure Rangliste in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne. Ich habe noch einen kleinen interessanten Side-Fact. Erkläre ich am Tisch. Warum sage ich aber das hier in die Kamera? Sorry, my guys. Seid ihr aus Wien? Ah, you from Sweden? Also Leute, wo sind wir jetzt hier eigentlich alle? Kannst du das mal erklären? Ah. Ja, ja, genau. Warum musst du mich das jedes Mal vor der Kamera? Das gibt ja nicht. Jetzt 100%ige Quote. Kurze Frage, seid ihr aus Wien? Seid ihr aus Wien? Ich bräuchte eine Empfehlung für einen Schnitzel. Hättet ihr eine für mich? Doch keine 100%ige Quote.